Hallo zusammen, ich grüße euch zu einer neuen Runde Smarland. Unsere neue Errungenschaft, ich habe sie in der Hand, ist ein Holzschwert. Und heute soll es erstmal zum Kalef gehen. Das waren ja die ersten Aufgaben. Wir sollten Kalef und die Drustana besuchen. Bei Drustana sind wir zufällig vorbeigekommen. Und wir gehen jetzt erstmal zum Kalef. Denn das ist ja unsere Mission. Wir wollen ja natürlich auch hier die Story-Mission durchlaufen. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ich zeige euch das nochmal, dass wir Saaten finden. Soweit ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, finden wir Saaten in Roggenpflanzen. Ob ich die jetzt bereits abfarmen kann, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir herausfinden. Ich habe jetzt erstmal nur das ganz normale Holzbeil am Start. Das genügt ja nur für, ich sag mal, die ganz einfachen Pflanzen. Für die besseren Pflanzen brauchen wir dann auch die besseren Beile. Und wir schauen uns mal hier in der Steinschneiderwerkbank an. Für Saatenöl brauchen wir Saaten. Saatenöl brauchen wir wiederum für verfeinertes Holz. Und das verfeinerte Holz brauchen wir wiederum für einen Feuersteinbeil, Feuersteinspeer und so weiter. Dass es einfach weitergeht, brauchen wir jetzt erstmal die Saaten. Da müssen wir einfach mal die Augen offen halten, ob wir da welche finden. Und wir gehen erstmal zum Kalef. Mal sehen, was er für uns hat. So, ich möchte hinab zu den Wurzeln. Gucken wir mal, wir sehen ja Kalef oben in der Kompassanzeige. Da sollte das kein Problem sein. Ein Problem wird es aber sein, uns durch die Wildnis, durch die gefährliche Wildnis zu schlagen, denn ich habe jetzt wieder den friedlichen Modus deaktiviert, bin auch schon mal eine kleine Runde gelaufen und wirklich jedes Tier will uns hier an den Kragen. Gut, eine Marienkäfer nicht, aber alles, was sonst so rumkrabbelt, will hinter uns her und müssen wir mal sehen, ob wir das überleben, was passiert, wenn wir sterben, ob wir das Inventar behalten, ob es droppt. Und ich dachte mir, für ein bisschen Action mache ich das mal wieder an. Ich sag mal, gehört dazu zum Survival, dass wir hier auch ein bisschen ums Überleben kämpfen müssen. Der friedliche Modus war erstmal dafür gedacht, dass ich mich erstmal mit den ganzen Pflanzen, Tieren vertraut mache, was es hier gibt, wie das Ganze aussieht. Wir haben die ersten Johannisbeeren gefunden. 23 Stück habe ich jetzt momentan noch mit. Und da werden wir auch gleich mal ein paar essen. Denn unsere Hungeranzeige sollte immer über diese kleine Markierung sein, wo wir jetzt drüber gekommen sind. Denn nur dann tun wir auch Leben regenerieren. Also ruhig hier immer schön satt essen. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, Kalef sehen wir oben drin. Haben wir aber gerade nicht gesehen. Guck gerade mal, Zoom, Markierer hinzufügen, verfolgen. Ich klicke den jetzt mal an. Genau, da oben sehen wir. In diese Richtung müssen wir. Da haben wir wenigstens mal eine grobe Richtung. Und unterwegs sammeln wir natürlich wieder eine Menge Holz. Ich hoffe mal, wir finden eine Menge Holz. Denn an Holz mangelt es momentan. Ja, der Grashüpfer. Der freundliche Grashüpfer von nebenan. Das ist unser stiller Gefährte, der lungert einfach bei uns hier am Baum rum und tut uns Gott sei Dank nichts. Ich hatte mir zuerst überlegt, stelle ich mir einen Bogen her, stelle ich mir erstmal ein Schwert her für den Bogen. Mit dem Bogen brauchen wir ja wiederum Pfeile. Da hatte ich jetzt momentan zu wenig Holz und naja, wir müssen erstmal langsam uns rantasten. Und daher erstmal ein Schwert besorgt. Hier geht es leider nicht weiter, hier müssen wir wieder hoch. Denn auch tief fallen macht enorm viel Schaden. Ah, guckt mal hier. Hier haben wir so eine Rockenpflanzen. Mal unser ganz normales Holzbeil, ob das klappt. Also direkt neben unserem Baum. Ah, sehr schön. Können Sie ernten.
Genau. Wir haben jetzt Fasern und zweimal Saaten bekommen. Eine nehme ich mal noch mit. Dann merken wir uns das einfach und ich muss mal sehen, die spawnen auch nach. Alles klar. Eingeladen, einmal Saaten bekommen. Hier hätten wir noch zwei Pflanzen. Aber dass ich mir. Können Sie uns eigentlich auch eine Karte markieren? Marker setzen. Weil die, denke ich mal, sind zu Beginn wichtig. Ich habe sie mir markiert. Von daher würde ich die jetzt hier gleich mit abernten. Dann könnt ihr nämlich schon mal nachspawnen. Was wir auch noch benötigen, ist Chitin. Wie wir Survival-Spieler wissen, Chitin kommt ja aus gepanzerten Tieren, das heißt auch Ameisen, jegliche Käfer müssen Chitin geben. Da wisst ihr Bescheid. Es muss noch gekämpft werden, zwangsläufig. Wir brauchen unbedingt noch Chitin. Ja, seht ihr, schon haben wir hier, oh Gott, schon haben wir nämlich die ersten Ameisen in uns, aber mit dreien will ich mich jetzt gar nicht erst anlegen. Ja, vielleicht müssen wir sogar, ich weiß nicht, was passiert. Oh Gott, das sind zu viele. Hier noch mehr, ach, je. Sehr schön. Da sind sie erstmal wieder weg. Also, das waren definitiv zu viele. Ach, je. Zack, platt gemacht. Kommt nur her. So, aber Chitin gibt es von den Ameisen nicht. Aber gut zu wissen. Da brauchen wir uns keine Sorge mehr machen. Da gibt es einfach ein paar auf der Mütze. Ah, heute sind wir auf Aggro gebürstet. So macht's auch richtig Spaß. So, Kalef in diese Richtung. Wir müssen. Guck mal auf der Karte. Ja, wir müssen über den Fluss. Zweimal drüber. Hier ist ein guter Weg. Wasser ist tödlich. Schafft man das hier drüber wegzuspringen? Oder braucht man einen Übergang? Ja, das muss funktionieren. Wir versuchen es. Der Anlauf hier ist wirklich die schmalste Stelle. Oha. Aber geschafft.
Meine Güte, das merkt man zu Beginn gar nicht, wenn man das auf Riedling hat, wie viel Ameisen hier überhaupt unterwegs sind. Immer schön hier Johannisbeeren essen. So, wo steckt er denn in diese Richtung? Ja, Rüstung. Wir brauchen auch mal Rüstung. Ameisenkopf. Erfordert Holzbeil. Wartet. Giftpilz. Nee. Nachher esse ich den noch aus Versehen. Er hat uns wohl nicht gesehen. Steckt ein Kalef hier oben. Hallöchen, Kalef. Wie geht's? Was hast du da für eine Rüstung an? Habe ich selbst mit Stein aus der Mine gemacht. Unglaublich robust und ein guter Schutz gegen die Kreaturen, denen du vielleicht am Strand begegnest. Ja, die haben wir schon begegnet. Apropos Skadi. Hat aus Ressourcen jener Gegend eine bemerkenswerte Rüstung geschafft. Kannst du mir auch sowas machen? Was brauchen wir denn? Steine und Harz. Guck mal, Steine und Harz. Wir brauchen aber viel Stein. Fasern hätten wir. Guck mal, was hat er noch für einen Dialog? Weißt du etwas über Steinmetzarbeiten? Stein bearbeitest du mit einer Schnittmühle. Wir haben keine Ressourcen, um einen guten hier zu bauen. Aber du könntest eine Schnittmühle improvisieren, indem du Artefakte der Riesen verwendest, etwa Kronkorken oder Schrauben. Kannst du etwas wie eine Mühle benutzen, um Saatmehl aus Saaten zu gewinnen oder Holz abschmürgeln, um verfeinertes Holz zu bekommen. Okay. Klick mal eben durch. Der Bergbau ist zurzeit eingestellt. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Kalef bringt uns hier etwas über die Steinmetzarbeiten und Bergbau bei, was wir eigentlich schon gelernt haben. Ja, steht was. Bergbau. Sind einige in den unteren Teil der Mine gezogen, gleich nördlich von hier. Herstellung. Oh, sorry. Haltet mal, wir haben eine Spitzhacke dabei. Können wir zufällig hier den Stein abschlagen? Nee, geht leider nicht. Harz hätten wir schon. Das hier müssten, genau, das sind die richtigen. Steht ja auch dran. Tatsache, drei Steine gab das. Das ist nicht viel. Ich würde gerne so eine neue Rüstung schmieden lassen.
wenn es nur erstmal ein, zwei Teile sind. Wir suchen hier mal ein bisschen rum. Unten am Fluss. Felsgestein. Und dann müssen wir halt mal ein bisschen Augen offen halten. Nach Harz. Also das war meine Mine. Sieht eingestürzt aus. Wir gehen mal hier dem Licht nach. Oh, da gibt es garstige große Ameisen. Gefällt mir mal gar nicht. Auch hier drüben wartet mal eine. Können wir uns ja mal vorknöpfen. Stirb, nicht runterrutschen. Oh Gott. Also meine Taktik ist momentan einfach, hau drauf. Bau drauf und renn weg. Ich sehe gerade, wir können auch hier in die Ego-Perspektive gehen. Ich glaube, das Rumrennen, das bringt nichts. Oh oh. Ob jetzt ist es Zeit für einen Heilverband? Ich muss dringend wieder nach oben kommen. Ah, hier ist die Mine, alles klar. Die ist beschützt von den großen Ameisen. Kalef, ich habe Gesellschaft. Sicherer Unterstand. Oh, wer liegt hier? Verwundeter Minenarbeiter. Oh, mein Kopf. Ist sonst noch jemand okay? Hä? So, Kalef können wir erstmal wieder ausblenden. Marker entfernen. Gut, Kalef haben wir erledigt. Wir haben jetzt auch die ersten Saaten gefunden. Schade, dass ich jetzt nicht genügend Harz habe. Wir können aber mal vielleicht zurückgehen. Da war die Gegend nicht ganz so gefährlich. Leben haben wir regeneriert. Dass wir da nochmal etwas Harz finden, da können wir uns vielleicht schon mal eine bessere Rüstung herstellen. Wir hatten auch Steine.
Hier. Erdmaharz hätte ich jetzt fast übersehen. Glaube, da braucht man jetzt nicht so viel. Haben wir jetzt zwei, vier gesammelt. Nochmal. Da oben ist noch mehr Harz. Ach ne, da sind die beiden Vorkommen. Spawnen dann sicherlich neu. Dinosaurierameise. Schnell weg. Oh, da gibt es ja echt viele. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur eine einzige gesehen. Da haben wir noch mehr Wespen, Stechmücken. Warte mal, das müssen wir eigentlich herausfinden, was das ist. Das sehen wir leider nicht. Hier gibt es aber Rocken. Aber zu gefährlich. Also wunderschön gemacht. Gefällt mir richtig gut hier. Das Spiel. Ja, mal sehen, was wir uns bauen können. Also wir haben jetzt Steine, wir haben jetzt einiges an Harz gesammelt. Und im Notfall, wenn wir die Taschen voll haben, können wir ja immer wieder herkommen und das Restliche dann bauen lassen. So, gucken wir mal. Kälteschutz 3, Schutz bietet das 2. Durchbohrungswiderstand minus 3%. Eine Maske, Beinschienen, Brustpanzer. Die Maske bietet Schutz 1, alles andere bietet Schutz 2. Da spielt es keine Rolle, was wir uns bauen. Erstmal Armschienen. Beinschienen, Brustpanzer fehlen, Steine wartet. Steine waren hier unten. Das machen wir heute fertig. Oder wollen wir uns in die Maske holen? Hol ich mal ein paar mehr Steine. Und dann machen wir das komplett. Wir sehen die sowieso nicht. Warte mal, wir haben Beinschienen, so, Brustpanzer und Maske. Damit ist es komplett. Wir haben jetzt das erste Rüstungsset gebaut.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier rüsten wir das aus. Wir haben momentan nur Kälteschutz. Sehe ich denn meine Rüstungswerte allgemein? Na, ich sehe es jetzt auf Anhieb nicht. Und wir rüsten das mal aus. Maske. Brustpanzer wird auch direkt markierend, wo es hinkommt. Ja, wir können es auch gleich mit Rechtsklick ausrüsten. Und Steinarmschienen. So. Prüf nochmal. Steinmaske, Steinarmschiene, Steinbrustpanzer, Steinbeinschiene. Naja, da sind wir schon mal besser geschützt wie zuvor. Würde ich sagen, könnten wir mal Richtung Base zurück und unterwegs noch das ein oder andere looten. Gerade die Saaten. Ich gehe noch mal hier oben lang. Das war schon interessant. Vielleicht sind ja diese Käfer jetzt weg. Nee, ich sehe sie jetzt schon. Also, das wird nichts. Wir gehen zurück. Wir gehen zu unserem Loot-Spawn. Und wer weiß, vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar mehr Roggenpflanzen. Wie geht denn die Mission jetzt weiter? Wir waren bei Kalef. Bei Herne waren wir. Wir könnten noch mal zum Ältesten. Mal sehen, ob der jetzt mit uns spricht. Der hat uns ja zu den beiden geschickt. Wieder den Fluss überqueren. Dies und das. Oh, hier rollen Köpfe im wahrsten Sinne. Ich glaube, die könnte man noch zubereiten. Dann lecker Ameisenschmuckkopf. Steht da? Schmuckkopf. Der Fluss, wir müssen wieder rüber. Ich meine, hier ist die Stelle, wo wir rübergesprungen sind. Versuchen wir einfach nochmal. So ein bisschen ins Wasser können wir rein, da passiert nichts. Oh, hier waren wir noch nicht. Kreaturen, Widerstände und Schwächen. Die Bohut kann 5 verschiedene Waffentypen einsetzen. Stumpf, Klinge, Durchbohren, Kift und Feuer. Die Kreaturen des Überlands haben jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen, was Waffentypen angeht. Achte auf das Symbol neben dem Gesundheitsbalken, das angibt, welcher Waffentyp effektiv ist. Okay. Das habe ich bisher nicht getan. Bisher habe ich einfach hau drauf.
Haut drauf und haut zu. Ist aber weit diesmal der Weg zum Ältesten. Ah, hier haben wir noch eine Statue. Wetter. Niederschlag wie Regen oder Schnee kann Bauwerke beschädigen. Also achte darauf, dass deine Konstruktionen ein gutes Dach haben. Regen lässt Pflanzen und Pilze nach der Ernte schneller wachsen. Das Wetter wirkt sich auf die Temperatur aus, also pass auf, dass du richtig gekleidet bist. Das finde ich ja cool. Dass wirklich Wettereinflüsse hier eine Rolle spielen und auch einen Einfluss auf das Wachstum und den Schaden unserer Base haben. Oh, es gibt Pilze. Wartet. Dann nehmen wir gleich ein paar mit. So viel Zeit muss sein. So, aufheben nicht vergessen. Ältester, bist du's? Wir sind zurück. Mir wurde gesagt, ich soll zu dir kommen, Ältester. Das hat man schon. Ich habe Fragen zum verschwundenen Kleeblattschlüssel. Suche diese Siedler auf und gehe ihrer Behauptung nach. Ach so. Das waren wohl gar nicht die Siedler. Was sollen wir denn hier für Siedler suchen? Na doch, die Siedler leben im Wald verstreut, deshalb habe ich ihre Position auf deiner Karte markiert. Pass auf, Vorhut, die Wilden steckt voller Gefahr. Erne und Kalef können dir helfen, hier im Überland zu überleben. Vielleicht waren wir noch nicht bei Herne. Kalef waren wir jetzt gerade. Stana waren wir. Komm. Gehen wir noch mal schnell zu Herne. Halt. Markieren mal. Mal sehen, ob es dann weitergeht. So weit weg kann der ja nicht sein. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir schon bei dem Herrn waren, bevor wir überhaupt zum Alten unterwegs waren. Ich soll mich hier wegen meinem Auftrag melden. Den Dialog hatte ich da vorhin gar nicht. Ach ja, ich habe dich schon erwartet. Der älteste Ludwig hat nach dir verlangt. Gehe sofort zu ihm. Nee, warte mal, das hat man schon. Welche Werkzeuge soll ich dir herstellen? Wie baue ich mir eine Schutzhütte? Wo kann ich Nahrung finden? Ja, die habe ich nur aufgesucht. Naja, er hatte schon herausfinden, wie es weitergeht mit der Mission. Auf jeden Fall haben wir unsere drei NPCs, die markiert sind. Ja, die waren wir noch nicht. Die haben wir jetzt aufgesucht. Ja, Skadi. Die ist aber ein bisschen weit weg. Das wird ein Zweitagesmarsch, denke ich mal. Da würde ich mich aber gerne noch ein bisschen aufrüsten. Vielleicht noch mal eine bessere Rüstung. Noch mal bessere Waffen. Ich würde jetzt zurück zu meiner Base gehen und in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir uns da die Saaten an der Werkbank herstellen, beziehungsweise das Saatenöl, damit das Holz und dann die Werkzeuge.
Und bis dahin hoffe ich mal, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Macht's gut.